Wann wird eine Marke zum Gattungsbegriff und was passiert dann mit der Marke? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Fallschirm und Partner und jeden Donnerstag veröffentliche ich ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. In diesem Video erkläre ich genau, was passiert, wenn eine Marke zum Gattungsbegriff wird. Und ich erkläre natürlich auch, was überhaupt ein Gattungsbegriff ist und wie sich ein Markeninhaber dagegen wehren kann. Sind Sie schon mal als Markenverletzer aus einer Marke angegriffen worden, bei der Sie denken, dass die schon ein Gattungsbegriff geworden ist, wie zum Beispiel Tempo oder Föhn oder Post? Oder ist Ihre Marke sogar schon mal zum Gattungsbegriff erklärt worden und Sie fragen sich, was Sie dagegen tun können? Was ist überhaupt ein Gattungsbegriff? Eine Marke wird in der Regel dann zum Gattungsbegriff, wenn eine Marke einen Markt derart dominiert, dass die Verbraucher in diesem Markt auch Konkurrenzprodukte mit der Marke bezeichnen und sich gar nicht darüber bewusst werden. Beispiele sind eben Föhn für Haartrockner oder Googeln für im Internet suchen oder Post für eben Zustellen von Postsendungen. Das hat aus Marketing-Sicht natürlich den Vorteil, dass diese Marken in der Regel positiv und absolut dominierend in einem Markt wahrgenommen werden. Die Nachteile liegen allerdings im Markenrecht. Wenn nämlich eine Marke zum Gattungsbegriff geworden ist, dann kann diese Marke bei den Ämtern gelöscht werden. Beim EOIPO, also dem Europäischen Markenamt, reicht dazu ein einfacher Löschungsantrag wegen absoluten Gründen. Absolute Gründe heißt, dass man dem Amt darlegen muss, dass dieser Begriff rein beschreibend für die geschützten Waren und Dienstleistungen ist. In Deutschland gibt es noch etwas erhöhte Erfordernisse, um solch eine Marke löschen zu können. Man muss nämlich zeigen, dass der Markeninhaber untätig war oder sein Verhalten dazu geführt hat, dass diese Marke überhaupt erst zum Gattungsbegriff werden konnte. Vielleicht erinnern sich noch einige von Ihnen an die Werbespots, die für die Taschentuchmarke Tempo im Jahr 2012 geschaltet wurden. Die habe ich mal hier unter diesem Video verlinkt. Die Werbespots wurden nicht etwa ausgestrahlt, um zu zeigen, dass man eben besonders bekannt ist oder eine größere Marktdurchdringung zu erreichen. Nein, ich denke, die Markenspots wurden allein deswegen gezeigt, um eben Tätigkeiten als Markeninhaber vorzunehmen, um zu vermeiden, dass die Verbraucher in dem Markt eben Taschentücher auch der Wettbewerber mit Tempo bezeichnen und nicht nur das Original mit Tempo bezeichnen. Es gibt aber einen weiteren Nachteil neben der Löschung. Vor Gericht kann man nämlich Marken auch nicht mehr richtig durchsetzen, wenn sie zum Gattungsbegriff geworden sind. Die Gerichte sagen dann nämlich, dass diese Marke rein beschreibend verwendet wurde und nicht als Herkunftshinweis verwendet wurde. Was kann ein Markeninhaber nun dagegen tun, dass eine Marke zum Gattungsbegriff wird? Nun, er kann eben Werbung schalten, wie ich das weiter vorher schon erläutert habe, um eben zu vermeiden, dass die Verbraucher in dem Markt auch Wettbewerbsprodukte mit dem Originalnamen bezeichnen. Aber auch das Markengesetz stellt dem Markeninhaber verschiedene Instrumente zur Verfügung. Das wichtigste Instrument ist wahrscheinlich, dass dem Markeninhaber gestattet ist, in Nachschlagewerken unter eben entsprechende Artikel, zum Beispiel zu Tempo oder zu Föhn, einen Hinweis einbringen zu lassen, dass eben Föhn eine eingetragene Marke von AEG ist. Sodass dann eben Leser dieses Artikels wissen, aha, das ist eine eingetragene Marke, es gibt ein Originalprodukt und lauter andere Haartrockengeräte. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was ein Gattungsbegriff ist und was passiert, wenn eine Marke zum Gattungsbegriff wird. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.